Ich bin am 10. Mai 1988 in Wien geboren und dort bin ich dann auch aufgewachsen. Ich bin ganz normal in die Primarschule gegangen, Gymnasium gemacht, viel Ballett getanzt früher. Ja, dann bin ich vor 1,5 Jahren in die Schweiz gekommen, nach Zürich, um da die Schauspielschule anzufangen. Und da bin ich immer noch, weil die habe ich noch nicht fertig. Also ich bin im 2. Jahr. Ich wusste schon lange, dass ich Schauspielerin werden will. Dann hatte ich einfach das große Glück, dass ich mit 11 Jahren eine Hauptrolle bekommen habe, eh in der, also beim Schweizer Film, Das Mädchen aus der Fremde hat der geheißen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich nach diesen 6 Wochen Drehzeit wusste, dass ich das machen will. Jack Nicholson, finde ich, spielt einfach ganz toll und Sean Penn. Ich liebe die Stimmung am Filmset. Das ist eigentlich auch im Moment mein Ziel, dass ich nach dem Bachelor mal ein Jahr nach Amerika gehe und dort die Stella Adler Schule so einen Kurs mache. Die meisten Filme, die ich jetzt in der Schweiz gedreht habe, habe ich eigentlich auf Mundart gedreht, also auf Schweizerdeutsch. So Schweizerdeutsch hat extrem viel so. Und das ist auch die Energie, mit der du redest, eine andere. Und mein Dialekt passt sich meinem Gesprächspartner an. Also wenn ich irgendwie 2 Stunden mit jemandem rede, der von Bern kommt, dann habe ich so ein bisschen Berndeutsch. Also es ist recht straub, weil teilweise habe ich das Gefühl, es sind 2 Personen. Mein Traum sind Kinder. Ich möchte unbedingt Kinder haben, mehr als eins. Aber 2 sind genug, nicht? Also irgendwie. Und ja, ich möchte viel reisen. Ich möchte noch viel von dieser Welt sehen. Ins Kino gehe ich sehr gerne. Überhaupt, also abends ausgehen, sehr gerne. Vor allem, wenn Tanzen dabei ist und gute Musik. Ein Tier. Ich glaube, ich wäre gerne ein Tier. Entweder eins, das fliegen kann, oder ein Tier, das wirklich lange unter Wasser tauchen kann. Also vielleicht dann ein Delfin, aber einer, der nicht in ein Thunfischfangnetz gerät. Oder irgendwie ein Adler oder so, irgend so ein Raubvogel. Ich habe es, glaube ich, auch früher als Kind so oft geträumt, dass ich unter Wasser reden kann und alles machen kann unter Wasser. Irgendwie. Ja, das wäre schön. Das finde ich überhaupt an der Schweiz toll, weil dadurch, dass es klein ist und dass die Filmszene nicht so groß ist, habe ich das Gefühl, bemüht man sich irgendwie um die Leute, die da mitmachen wollen.